Hallo ihr Lieben, etwas Neues aus den Dollmanns Filmstudios. Die Ecke hier in unserer Küche kennt ihr ja schon. Ja, warum bin ich heute hier? Ich bin heute übrigens alleine, weil die Jule sich heute aufs Filmen konzentriert. Ich bin heute da, um euch ein neues Produkt zu zeigen, was wir von der Firma EcoFlow haben, die EcoFlow River 2. Die kennt ihr ja schon. Das ist unser Baby, die man so für kleine Sachen nutzen kann. Da haben wir schon einen Film drüber gemacht. Das machen wir gleich mal auf die Seite. Und jetzt haben wir noch bekommen die EcoFlow Delta. Ist schon ein etwas älteres Gerät. Also sprich, es gibt schon länger auf dem Markt. Ich will euch heute zeigen, was ist alles dran an ihr, was kann sie, wie funktioniert sie. Im Praxistest, den werden wir natürlich erst durchführen, wenn wir dann wieder unterwegs sind. Da war jetzt einfach die Zeit zu knapp. Wir haben sie jetzt erst bekommen und fahren ja erst demnächst wieder los. Was ist im Lieferumfang enthalten? Also natürlich kam es in den Karton, das habe ich schon mal ausgepackt. Im Lieferumfang enthalten ist so eine schöne praktische Tasche, in der man gut sowohl die EcoFlow verstauen kann als auch das Zubehör. Zubehör ist gar nicht allzu viel dabei. Es ist einmal dabei natürlich eine Gebrauchsanweisung, auch in Deutsch. Ja, auch ich habe zumindest mal reingeschaut für die technischen Daten. Ansonsten groß für die Handhabung ist eigentlich die EcoFlow selbsterklärend, so wie bei der River 2 auch. Sie ist natürlich gleich mal einen ganzen Ticken größer. Und natürlich auch schwerer. Also man könnte jetzt auch mit ihr Handeltraining machen. Sie hat 14 Kilo. Was mir ganz gut gefällt, sie hat zwei praktische Griffe. Man kann sie gut tragen, man kann sie gut heben. Und vor allem, was mir auch gut gefällt, ich bin ja immer so mehr, der so aufs Optische schaut und aufs Haptische. Optisch gefällt sie mir gut und sie lässt sich auch gut anfassen. Was ist noch dabei im Zubehör? Wir haben einmal das Ladekabel, mit dem ich sie also von, ich hätte jetzt fast Landstrom gesagt, von der ganz normalen Steckdose aufladen kann. Ich habe des Weiteren dabei ein Ladekabel für die Kfz-12-Volt-Steckdose, wo ich es auch übers Auto aufladen kann. Und ich habe dabei ein Ladekabel für Solar. Also ich habe drei Lademöglichkeiten. Zunächst mal zur Bedienung oder überhaupt zu einer Übersicht. Wenn ich sie also einschalte, dann seht ihr, sie hat ein schönes Display, wo man also den jeweiligen Status ablesen kann. Momentan haben wir sie mit 69% gefüllt. Wenn jetzt nichts dranhängen würde, würde sie so 99 Stunden laufen. Ich habe jetzt verschiedene Ausgänge. Ich habe also hier zweimal zwei USB-A-Ausgänge. Ich habe hier zwei weitere USB-Ausgänge, die leistungsstärker sind. Ich habe hier einen USB-C-Ausgang und ich habe hier noch einen USB-C-Ausgang. Die schalte ich hier vorne ein. Jetzt werden sie also eingeschaltet, jetzt kann ich sie nutzen. Ich habe des Weiteren auf der Rückseite, und das ist dann schon ganz schön viel, vier Ausgänge für 230 Volt. Das schalte ich auch hier hinten ein. Das ist jetzt ein bisschen nachteilig. Es wäre meiner Meinung nach besser, wenn wir sie vorne einschalten können. Hat aber Eco eben so gelöst. Und ich habe einen weiteren Ausgang für das 12-Volt-Kabel, wenn ich eben hier meine Kühlbox oder ähnliches anschließen möchte. Also ich habe schon mal in der Masse 11, maximal 11 Verbraucher, die ich gleichzeitig dranhängen könnte. Das also schon mal zu den Ausgängen. Bevor ich jetzt zu den Eingängen komme, mal noch zur Leistung. Ich habe also 14 Kilo ist es schwer, das habe ich schon gesagt. Die Abmessungen sind natürlich größer wie bei der River 2 selbstverständlich. Kurz die Leistungsdaten. Wir haben also, habe ich ja schon angesprochen, 14 Kilo das Gewicht. Ich habe 1260 Wattstunden Leistung und ich habe maximal 1800 Watt, die ich nehmen kann.
Zeitweise kann sie auch mal etwas höher sein. Da ist dann intern ein System vorgesehen, das dann kurzfristig den Strom nach unten fährt, dass die Leistung eine Zeit lang höher sein kann. Das seht ihr aber dann noch, wenn ich jetzt gleichzeitig unsere Kaffeemaschine und unseren Föhn anschließe, dass das also auch eine ganze kurze Zeit länger oder viel mehr höher geht. Und wenn es dann zu hoch wird, dann schaltet sie natürlich auch ab. Also ihr könnt nichts verkehrt machen letztendlich. Hier habe ich den Eingang. Da ist der ist hinter einer Klappe versteckt. Ich habe also einmal natürlich den ganz normalen Anschluss halt andersrum am Strom. Ich habe dann meinen Anschluss, wo ich entweder das Ladekabel für die 12 Volt Steckdose nehme oder das Ladekabel für die Solaranlage. Wie lange braucht jetzt die Delta, bis sie voll ist? Das geht erstaunlich schnell. Also sie lädt bis 80% innerhalb einer Stunde. Maximale Ladeleistung hat sie von 1200 Watt. Und die letzten 20% braucht sie dann noch eine halbe Stunde. Also sie ist innerhalb einer 1,5 Stunden aufgeladen. Das ist jetzt der Vorteil, dass sie natürlich sehr schnell lädt. Der Nachteil ist allerdings, ich kann sie nicht einstellen. Ich kann also diese Leistung nicht runterfahren wie bei der River 2, wo ich ja das begrenzen konnte mit einer App. Das ist überhaupt für mich einer der großen Nachteile, für mich ein wesentlicher Nachteil. Ich habe keine App. Also ich kann nicht in der App gucken, wie viel lädt es gerade, wie viel entlädt, muss ich immer auf der Echo schauen. Für mich, das finde ich schade. Ich glaube, es ist auch tatsächlich von EcoFlow die einzige. Das Nachfolgemodell ist dann schon mit App gesteuert. Jetzt stecken wir sie einfach mal an den Netzstrom und schauen mal, was passiert. So, da hört er natürlich jetzt auch das Geräusch vom Lüfter. Klar, wenn sie jetzt natürlich lädt, dann springt er an. Es dauert jetzt ein bisschen. Jetzt seht ihr schon, jetzt geht es nach oben. Sind jetzt schon bei 600 Watt. So, jetzt lädt sie bereits mit 900 Watt und ihr seht, es sind noch 33 Minuten für die 70%. Die Minuten gehen nach oben, also jetzt ist sie bereits bei ja, über 1100 Watt war sie gerade, wo sie aufgenommen hat. Der springt also immer ein bisschen hin und her, aber ihr seht, das lädt ganz schön schnell. Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung, wenn die 80% voll sind. So, kurze Zeit später, wir sind jetzt bei 81%. Da seht ihr jetzt auch, ist die Wattleistung gleich nach unten gegangen, ist nur noch bei 700 Watt, würde jetzt noch 32 Minuten brauchen, um voll zu sein. Den Lüfter, den ihr jetzt übrigens hört, wird nicht lauter. Ist jetzt, ohne dass man große Umgebungsgeräusche hat, ist es relativ laut. Aber ich denke mal, wenn man hinten in der Heckgarage zum Beispiel stehen hat oder wenn man draußen benutzt, hört man eigentlich kaum mehr. Da habe ich schon welche gehört, die lauter sind. Wichtig noch zum Laden. Wenn ich mit Solarpanel beladen möchte, kann ich das mit maximal 400 Watt tun. Wenn ich also so großes Panel habe, dann braucht es eben circa ja, 4 Stunden, bis sie voll ist. Und wenn ich es über das Kabel, das 12 Volt Kabel mache, da lädt es mit 100 bis 120 Watt und braucht dementsprechend circa 10 Stunden, bis sie voll ist. Denk mal, das wird aber ja keiner machen, so lange sie komplett über das 12 Volt Kabel aufzuladen. Jo, jetzt brechen wir hier mal den Ladevorgang ab, indem wir sie ausstecken. Dann merkt ihr auch, der Lüfter geht jetzt sofort aus, weil ich also keine Leistung habe, die rausgezogen wird und natürlich auch keine Leistung habe, die reinkommt. Ah, ha, falsch. Ich wollte euch noch eins zeigen. Stecken wir schnell nochmal ein. Das ist nämlich ein besonderer Gimmick. Ich kann auch gleichzeitig laden.
Jetzt warten wir mal, bis er wieder ein bisschen hochgefahren ist von der Wartleistung. Und ich habe nämlich hier schon einen Föhn. Ich kann auch gleichzeitig während des Ladevorgangs auch den Verbraucher nutzen und sie lädt trotzdem weiter. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Warten wir mal, bis er wieder die 700 Watt erreicht hat. So, jetzt sind wir wieder da. Und oben seht ihr eben den Input und unten Output, jetzt momentan mit 0. Wenn ich jetzt den Föhn einschalte, seht ihr, geht der Output nach oben, knapp 1000 Watt nehmen wir jetzt. Und er lädt aber dann mit 1600 Watt, sodass er also einfach weiter lädt, während ich auch schon einen Verbraucher dran habe. Das würde also gehen. Ob man es in der Praxis braucht, weiß ich jetzt nicht. Das werden wir noch sehen, wenn wir es dann in der Praxis ausnutzen. Ja, jetzt habe ich euch bereits gezeigt, einen Verbraucher, den habe ich also jetzt hinten eingesteckt in die 230 Volt Steckdose und habe sie dementsprechend auch eingeschaltet. Und dann kann ich jetzt den Föhn darüber betreiben. Und dann seht ihr, wenn ich den Föhn mit 1000 Watt betreibe, dann geht es jetzt eine Stunde. Also für die Jule, die hat lange Haare, da dauert es schon mal. Würde ich jetzt, Achtung, jetzt wird es ein wenig lauter, den Föhn nach oben fahren. Ja, da seht ihr, da sind wir jetzt fast bei den 1800 Watt, die wir entnehmen. Und dann ist natürlich nach einer halben Stunde die Echo leer. Jetzt zeige ich euch noch, dass man auch zwei Geräte gleichzeitig nutzen kann. Und ich möchte euch jetzt auch bewusst eine Überlastung zeigen, dass ihr seht, dass das Gerät dann einfach hier kurz anzeigt, dass es eine Störung hat und dann komplett ausschaltet. Jetzt gehen wir mal die Kaffeemaschine noch dran. Zack. So, dann schalten wir sie ein. Dann seht ihr, die Kaffeemaschine zieht jetzt auch ihre 1400 Watt beim Hochfahren. Wenn ich jetzt gleichzeitig den Föhn einschalte, Overload, und sie hat sich sofort komplett verabschiedet. Dann muss ich sie wieder einschalten. Also ihr seht, ihr könnt da nichts kaputt machen. Sie schaltet dann automatisch ab, wenn ihr zu starken Verbraucher dran habt. Ja, ansonsten habe ich natürlich die Ausgänge, haben wir ja schon gesagt, zum Laden für sämtliche Zusatzfeature wie unsere Mikrofone, unsere Handys. Ich kann natürlich den Laptop dranhängen, dann geht das Ganze natürlich umso wesentlich länger. Es ist ein übersichtliches Display, was mir sehr gut gefällt. Ich kann vorne extra ein- und ausschalten. Ich kann allerdings jetzt nicht wie bei der River 2 jedes Teil extra ein- und ausschalten, weil da steuere ich es über die App. Ja, jetzt werden viele, also das eigentlich zur Delta 2, nicht zur Delta 2, zur Delta wohlgemerkt, das ist der Unterschied, die Delta 2 ist das Nachfolgemodell. Jetzt werden viele von euch kritisch wieder äußern, vielleicht damit gewinnt man keine große Autarkie. Ja, das ist mir bewusst, dass das jetzt nicht dafür da ist für mich, um das Wohnmobil nochmal komplett aufzurüsten. Wie wir da in Zukunft verfahren, das wissen wir noch nicht so genau. Da haben wir momentan verschiedene Geschichten im Gespräch, im Test. Nee, das dient einfach dazu, dass ich weiterhin ein weiteres Gerät habe, was ich zum Beispiel mir jetzt gut vorstellen kann, was ich in die Heckgarage stelle bei mir. Weil die Fahrräder in der Heckgarage ja fest verankert sind und dann kann ich die Fahrräder eben auch über die aufladen, wenn ich irgendwo stehe. Ich sehe es also einfach als zusätzliche Stromquelle, wenn es mal eng werden würde. Oder, was natürlich heutzutage auch nicht verkehrt ist, zu Hause so ein Gerät zu haben, weil ja immer wieder mal auch es passieren kann in der heutigen Zeit, dass man zu Stromausfällen kommt und wenn ich dann weiterhin mein Internetrouter laufen lassen kann, weil ich den da einstecke, der läuft dann mit Sicherheit ziemlich lang drüber, weiterhin meinen PC benutzen kann und, was für uns wichtig ist, weiterhin meine Kaffeemaschine zumindest mal 2-3 Kaffees machen kann, da benutzen kann. Also da
für ist sie mit Sicherheit gut. Wir werden auf den nächsten Fahrten sehen, in verschiedensten Situationen ausprobieren und werden das dann auch immer wieder mal einblenden und unsere Erfahrungen dazu sagen. Was mir also sehr gut gefällt, oder ja, der große Vorteil für uns ist, die 14 Kilo stören uns nicht, weil wir kein Gewichtsproblem haben, und uns stören auch die Ausmaße nicht, weil wir eben genügend Platz haben. Also nochmal zusammenfassend kann man sagen, was mir gut gefällt, ist A, die Optik, dass ich so viele Entnahmequellen habe. Was mir weiterhin gut gefällt, ist, dass sie relativ schnell aufgeladen ist. Das ist also eine gute Geschichte. Was mir jetzt überhaupt nicht gefällt, das ist also ein Punkt, der mich wirklich sehr, sehr stört, ist, dass ich keine App habe. Das ist also nicht über eine App-Steuerung machen kann. Das ist mir erst aufgefallen. Ich habe sie ausgepackt gestern, habe mein Handy raus, wollte sie gleich verbinden wie meine River 2 und denke mir, warum geht denn das nicht? Bis ich dann geguckt habe und festgestellt habe, das geht bei der nicht. Jo, wenn es euch dennoch interessiert, dieses Gerät oder auch von EcoFlow natürlich ein andere Geräte, die vielleicht auch eine höhere Leistung haben. Momentan gibt es, glaube ich, Weihnachtsangebote, also guckt da mal noch rein, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für euch braucht oder für euer Wohnmobil. Bitte nicht eurer Frau schenken, ich glaube, die stehen da auf solche Dinge nicht. Ja, dann guckt da einfach mal rein. Mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, wir werden sie ausprobieren, wir werden es immer wieder mal einblenden, unsere Erfahrungen sagen und dann seht ihr auch, wie wir sie nutzen. Jo, in diesem Sinne für heute, hat es euch ein bisschen gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Hat es euch überhaupt nicht gefallen oder habe ich irgendeinen Schmarrn erzählt, dann schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei mir. Ich bin, was das betrifft, ja nicht der Mr. Allwissend und von daher gerne auch auf eure Anregungen angewiesen. Jo, in diesem Sinne, tschüss. So, das ist der kleine Nachteil, wenn die Juliane nur filmt und kein Mikro dran hat, dann macht sie mir immer irgendwelche Zeichen und winkt und ich denke mir, was will sie denn? Ich habe noch vergessen zu sagen, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen, was bei den Solarpanels, wir haben ja momentan aktuell nur das 110 Watt Solarpanel, das aber wirklich gut funktioniert hat, aufzurüsten, dass wir eben dann einfach mehr haben, dass wenn wir wirklich mal irgendwo außen stehen und wir das Gerät dann außen hinstellen, die Sonne runterbrennt, dass es dann natürlich keine 10 Stunden braucht, weil so lange geht die Sonne nicht. Oder wo wir es auch zu Hause nutzen auf unserer Terrasse, weil da kann man es natürlich auch schön hinstellen. Jo, das also noch Ergänzung. Vielen Dank, liebe Jule. Ich habe deine Zeichen nicht verstanden. Ich brauche Anweisungen. Okay.